Ja, hallöchen und herzlich willkommen hier auf Skyly Fans und Co. Ja, herzlich willkommen! Was haben wir heute? Wie man sieht, das PlayStation 4 Dark Edition Starterpaket von Skyly und das Superchargers. Yeah! Endlich! Ja, hallo! Hallo! Jo, ich hab's ja gerade mal. Oh, ja, toll. Das ist mal ganz knacke. So. Zack. Hallöchen erstmal. Hallo. Jo, das wollen wir da erstmal auspacken. Genau. So, kriegt man das hier hin? Ja. Ja, wir müssen ja erstmal den Inhalt hier rausholen aus diesem Karton. So. Soll ich festhalten? Kartonmesser hier lang. Ja, das geht schon. Ich muss ja nur mal kurz hier. Klebestreifen da. So. Dann machen wir mal kurz hier auf. An der Seite. So. Dann holen wir doch mal da ein paar Sachen raus, ne? Ja. Jawohl. So. Einmal schön. Figuren. Und Fahrzeuge. Chaos Trophy! Ja! Ja. So, ich weiß nicht, ob da hinten drunter was. Das Spiel ist mal abgehauen. Na toll. So. So, das Spiel habe ich auch. Sehr schön. So. Da haben wir die Packung hier schon mal. Am besten, wir holen erstmal das Portal raus, weil dann kann die Packung schon mal weg. Jo. Ist das nicht hier rüber? So. Willst du es rausholen? Es geht aber schwer raus, ja? Wenn ich Hilfe brauche, schrei ich. Aber hier machst du mal das Spiel. So, mach ich mal auf. Jo. Und natürlich von innen mal zeigen. So. Da. Ah, okay. Ja. Cool. Okay. So. Das war eigentlich ganz leicht. Mega. Man muss bloß wissen, wie. Ja, am besten von oben. Ja, und dann ein bisschen von unten gegendrücken. Hier ein bisschen gegendrücken und dann kannst du es ganz leicht rausziehen. Juhu, die Karten sind dabei. Total. Und eine Anleitung, die kein Mensch braucht, der seit Skylanders Teil 1 dabei ist. Dann liegt das hier rein. So. Und es wird entsorgt. Jo, hier haben wir Battlecast-Karten. Die packen wir auch gleich aus. Das ist ja für die neue App. So ähnlich wie Hearthstone aufgebautes Spiel. Und hier haben wir noch ein schönes Dark Edition Poster. Ich finde die besonders cool. Ja, über die einzige Dark Edition, die wir haben, ist Trap Team. Ganz very vorsichtig. Ja. Dass das auf dem Kopf steht, das weißt du, ja? Ja. Okay. Da wusste ich nicht, aber ich habe es gerade gesehen. Warte. Ja, ich. So. So. Das Poster. Das müssen wir weiter rüber hier. Okay. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich Figürchen. So. Jo. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Alle 18 Stück. Mit Fahrzeug. Ja, es sind. Naja, das sind. Denn natürlich nicht nur 18. Das sind 18 Figuren, 18 Fahrzeuge. 20 wären es ja eigentlich, aber durch die Wii-Version. Wurden zwei gekauft?
Sozusagen, ja. Die kann man bei der PlayStation-Version noch nicht spielen. So, Battlecast. Mach ich erstmal und dann gehen wir gleich mal an die Figur ran. Wo ist die Karte raus? Bitteschön. Danke. Hupsi. So. Einmal Spitfire. Und einmal Stealth Elf. Und das ist eine Infokarte in 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja. 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sprachen. Ein Wunder, dass da nicht 100 Sprachen drauf sind. Nee, sind nur 12. Ja. Jo, ist etwas anders halt, ne? Flacher und nicht mehr rund, wie man es kennt. Ich finde das Ja, cool. war schönes, schöne blaue Flammen hier, Motorblock und so, ne? Schon ganz cool. Ja, der Fallensteckplatz, ne? Die Fallen an sich kann man ja nicht mehr benutzen, die kann man nur benutzen, Als Unterstützung. die lösen dann so Attacken aus, dann kommen da so Attacken von oben anscheinend, so wie ich es jetzt mal gehört habe. Aber ausprobieren werden wir das natürlich dann mal live. So, das war dann, was wir ausgepackt haben, müssen wir mal zusehen, dass wir das irgendwo hinkriegen. Brauchen wir dann einen Kati oder kriegen wir das so auf? Ich glaube, das kriegen wir so. Katamiss habe ich hier da. Ah ja, sehr schön. Ja, ab und zu sind Fingernägel ganz nützlich. Ja, ich habe meine gestern abgerissen. So, dann kann man noch mal was rausziehen. Ich finde find den Hintergrund, das finde ich so cool, wie sie das gemacht haben. Ja, der hat auch so einen Regenbogeneffekt. Finde ich echt cool. Ja, willst dich heranwagen, weil einige Figuren sind, gehen schwer raus. Der geht wohl einfach raus hier. Na, dann nehme ich jetzt hier schon raus. Würde ich weiß nicht. Das Auto sollte auch einfacher gehen. Das ist auch wegen die Kanten, ne? Ja. Ich habe Sea Shadow befreit. Jo, das Auto von Nightfall. Nightfall hat jedoch eine Rückrufaktion. Ja. Und wird uns natürlich dann wahrscheinlich erst bei Welle 3 erreichen. So. Leider Gottes. Packe ich erstmal hier drunter. Wegen einem fehlerhaften Chip, und das Spiel erkennt die Figur nicht. Nee, Trophy, der dann ist auch müssen wir. etwas fester. Ja, dann müssen erstmal die anderen raus. Oder versuchen erstmal die Rückwand nach Man hinten muss zu. die zweite Auto raus, weil das soll auch einfacher gehen. Jetzt darf ich mal ein bisschen mehr Luft. Spitfire, halt mich fest. Ja, das Spitfire ist ein bisschen trickiger. Ja, Spitfire muss erstmal. Der hält mich hier fest. Ich muss jetzt mal gucken, was hinten so dran hängt. Das juckt mich dann doch schon ein bisschen. Wo ich da ziehen tue, da wie ein Bekloppter. Mag ich ja nicht so. 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 Sehr schön. Jetzt hängt noch ein bisschen Steffel. Türschutzkäfig. So. So. Sehr schön. Trotzdem ist sie relativ besser, ne? Unten gegen. Ja, da ist ja unten so viel Luft. Da kannst du nicht viel gegen drücken. Die Luft wegdrücken. Aber festhalten oben, Oh nicht, dass nee. er wegspringt. Ich glaube, ich krieg die nicht raus. Ich wollte den Trophy raus haben. Ja, typisch Mann. Da ist er. Da ist die Trophy. Jo. Guck mal, wie Na, alt ich das Auto rausziehen. Ich habe doch gesagt, du sollst das als erstes rausholen. Aber wo ist denn? Du wolltest die Trophy ran. Ja, bevor du die mir klaust, oder? Hast du Nee. eh. Ja, Oh. muss ich ja. Weil die gehen einfacher raus.
Cool. Nee. Und die beiden sind ein bisschen schwieriger. Sieht man nicht. Aber ich höre mal das Bettfeuer jetzt. Ja, mach das. So. Weil wir müssen ja raus hier. Cool, mit Lenkrad. Finde ich also cool. Würden etwas schwieriger jetzt werden. So. Bettfeuer. Noch mal die Kamera ein So. kleines bisschen nach unten. So. Schurzschutz, Steffels. Das war nicht so schwer. Das muss dann wieder in die Schiene rein. Ja, coole Meile. Schurzschutz, Steffels, Spitfire. Dann haben wir natürlich Hot Streak. Seashadow. Shadow und du wolltest ja noch was auspacken, ne? Und die Ja. Trophäe, die Chaos Trophy. So. Jo. Wo ist denn der? Hier. Genau. Jo, wir haben ja hier die Dark Version von Sea Shadow. Und wir haben noch zusätzlich die normale bekommen. Und die packe ich jetzt auch noch schnell aus, weil die ja schließlich dazugehört. Die ein bisschen bläulich ist, oder was ist das? Türkis, lila, aber Das ist Türkis diesmal. die sieht schön aus, von der Türkislila. Farbe ja auch her, so. Dann packe ich den Hubschrauber hier. Achso, wir müssen das so machen. Das riecht nie wieder so komisch. Ja, und zwar Ja, die ekelhaft. Figuren auch noch ein bisschen. So, Spitfire und Hot Streak ist ja eine Supercharger-Kombination, ne? So. Ja, Sea Shadow, wie gesagt, da fehlt noch die Figur, leider Gottes. Der Aufkleber und Sea Shadow. Jo, sind da keine kurz mehr bei. Nee, also. Sea Shadow hat ja auch keine, ne, Fahrzeuge haben keine Werte. Nee. Okay, Figuren haben Werte. So. Okay. Müsste es auch leicht rausgehen, oder? Da war wieder so ein kleiner Zettel dran, ne? Ja. Ja, wie immer. Ja, hinten wieder. Ich Drauf achten. hab sie, Shadow, draußen. Oh, Ah, die sieht doch Farbe cool sieht aus. geil aus. Die Der ist Farbkombination. oben Da fest. haben sie sich was einfallen lassen. Von unten? Von hinten? Das Fenster um. Und von vorne. Ja, wackelt ein bisschen. Oh, ist nicht so schlimm. Ja, Kann hier nicht rausfallen. soll normal sein. Aber bei der Dark-Version nicht. Komischerweise. Aber wie gesagt, soll normal sein. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir beide Versionen. Ne? Mal zusammen. So, und für Stealth wolltest du ja auch noch hier etwas auspacken, ne? Ja, für Steffi habe ich jetzt noch ein Fahrzeug. Dann haben wir da die nächste Supercharger-Kombination komplett. Und zwar ist das der Nitro Stealth Stinger. Den packe ich jetzt mal aus und stelle ihn noch dazu. Und dann haben wir das erste Unboxing erstmal erledigt und danach gleich den nächsten. So. Na, Ja, hast du Finger lang? nee. So. So. Dass ich ihn nicht ausgepackt habe. Ha, ha, Eigentlich kein wirkliches Problem. So. Also für mich wäre es ein Problem. Dadurch, dass der Propeller sich herum bewegt. Jo, aber ich habe es da hinbekommen. Jo, Ja. Propeller bewegt sich. Das ist richtig genial. Und der seitliche, der Heckrotor.
Rote auch. Ja. Der sieht ja mal episch aus. Der sieht genial aus. Nitro Stealth Stinger, ne? Ja. Ich muss mal noch die Namen auswendig merken. Einige weiß ich schon. Ja, und das ist die zugehörige Figur zur SureShot Step F. Als Fahrzeug, nicht Figur. Fahrzeug. Ja, natürlich. Natürlich meine ich das. Aber hier haben wir noch den Aufkleber. Passend natürlich, ne? Ja. Sehr schön. Jo, das war, wie gesagt, erstmal das Unboxing zum Starter-Paket mit zusätzlichem Fahrzeug aus der normalen Version und den Nitro Stealth Stinger natürlich. Mhm. Da haben wir wenigstens schon mal zwei Kombinationen komplett. Weil die nächsten Unboxing, die wir jetzt machen, wie sieht das Fenster an? Die nächsten Unboxing, die wir machen, sind jeweils Kombinationen. Genau. Deswegen. Wir wollten euch, da haben wir wenigstens schon mal zwei Kombinationen komplett. Und deswegen haben wir das erstmal so gemacht. Ich glaube, ich spiele mal jetzt gleich ein Rennen hier. Wie ich hier ein Thumbnail hinkriegen soll, das weiß ich noch nicht. Ja. Die hätte ruhig mal ein bisschen. Ja, okay. Das kann ich aber so holen. Passt da eine Falle rein? nee, die hätte vielleicht so aus. Weiß ich nicht. Da hätte ich mir was gewünscht, so aus Plexiglas oder sowas. Aus Plexiglas? Ja. Und das sind wie ein Trophäe halt ist oder aus Metall. Okay. Das wäre auch mal was Interessantes gewesen, was wir machen können. Als Zusatz. Figuren sind klar, die sind Plastik, also teilweise auch ein bisschen gummiartig hier. Gerade bei Stealth Elf hier hinten die Haare. Hm. Die kann man sehr gut biegen. Aber bei so einer Trophäe, da hätte ich mir doch schon ein bisschen was Hochwertigeres gewünscht. Naja, okay. Aber. Ich finde die cool. So sind, wie sie ist. Sind nicht schlecht aus. Auch von einem Racing Pack, was wir nachher noch auspacken tun. Also. Verrat doch nicht immer gleich alles. Vorgeschmack. So. Okay. Das war, wie gesagt, das Unboxing zu dem Starterpaket und Zusatz. Material. Genau. Nennen wir das mal so. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann liked es doch bitte. Ich würde auch nicht gerne mal die Karten sehen, die von Battlecast. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Wow. Ja, das kannst du ja schnell machen, wenn das Video zu Ende ist. Ja, okay. Bye-bye. Schaltet ihr wieder ein, ne? Bei dem nächsten Unboxing. Und heute Abend kommen wir das erste Mal online mit dem Spiel. Ja. Ne? Okay. Ich weiß nicht, wie wir das machen, weil die Kapitel, die gehen da gleich übergreifend nahtlos über. Also dann, ja, weißt du, weil wir ja eigentlich immer Kapitel abwechselnd gespielt haben. Das waren ja einzelne Level gewesen. Das ist bei Superchargers leider nicht mehr so. Das ist ein Level, dann manchmal 3, 4, 5 Kapitel. Dann wir werden es noch ausknobeln. Ja. Sehr schwer momentan das entscheiden, ob wir dann pro Kapitel dann ist jemand dann etwas kürzer dran. Gerade das erste Kapitel ist sehr kurz, das ist in 2 Minuten durch. Ja, das ist natürlich doof. Ja. Also kapitelmäßig ist echt doof, da müssten wir schon so eine Zeit bestimmen. Ja, wie lange? Das ist wirklich kacke. Das sind die ersten beiden Kapitel, vielleicht 2 Kapitel am besten. Für jeden. Okay, ihr werdet es ja sehen. Genau. Wenn ihr euch uns zuschaut beim Let's Play. Also, macht's mal gut, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Wieso ist die Kamera so weit oben? So, tschüssi.